Ich ermutige Sie, an allen Amüsements teilzunehmen, die die Stadt zu bieten hat. Was bringt ein Schlüssel, wenn man nicht weiß, welches Schloss er öffnet? Wahrscheinlich steckt Miss Thorne in derselben Zwickmühle. Henry! Mr. Green, hier, das ist es. Er passt zu einer Schatulle der Königin. Sie ist im Tower von London. Die reinste Festung. Sie haben nicht zufällig Freunde dort. Ein Wachmann. Falls Sie ihn finden, wenn Sie drin sind. Wir sprechen uns, wenn ich das Tuch habe. Danke für die Hilfe. Richtig, ja. Viel Glück. Evie? Viele Wachen. Vorhersehbare Patrouillenwege. Thorne könnte schon drin sein. Ich bleib lieber hier im Schatten. Ist in der Truhe, zu der dieser Schlüssel passt. Findet es und bringt es her. Halt! Escort to the keys. Halt! Who comes there? The keys. Whose keys? Queen Victoria's keys. Pass! Queen Victoria's keys! All is well. Ihr seid nicht von der königlichen Wache. Wie viele seid ihr? Sag es. Lasst mich los! Das ist Verrat! Wartet nur, bis ich rauskomme. Das werdet ihr büßen. Wirst du für dein Verbrechen büßen. Dem Himmel sei Dank. Diese Thorne hat als Wachen verkleidete Templer eingeschleust. Ich denke, ich ging lange genug als einer von denen durch, um dich reinzubringen. Aber die Wachen kennen mein Gesicht. Kümmere dich zuerst um die. Komm zum White Tower, wenn du soweit bist.
Hier draußen. Was jetzt? Miss Thorn würde mich gerne schnappen. Wenn sie mich in Ketten sieht, wird sie vielleicht unvorsichtig. Kannst du das irgendwie vortäuschen? Du meinst so tun, als wärst du meine Gefangene. Ich tue mein Bestes, Evie. Diese Templer vielleicht, dass ich keiner von ihnen bin. Dann halten wir lieber Abstand. Ich hab die Assassinen! Öffnet die Tür! Sagt Miss Thorn, dass ich die Assassinen bringe! Ich wette, du wirst nicht mögen, was Miss Thorn für dich in petto hat. London gehört den Templern, Assassinin. Vergiss das nicht. Ich wette, du wirst nicht mögen, was Miss Thorn für dich in petto hat. Informiert mich sofort, wenn ihr irgendwas findet.
sieht man, wen wir hier haben, Jungs. Sie hat sich hier drin rumgetrieben, Ma'am. Dachte, Sie wollten mit ihr reden. Willkommen, Miss Fry. Würden Sie mir verraten, wo sich das Tuch befindet? Wie Sie wünschen. Ich werde es auch ohne Sie finden. Und dann erdrossele ich Sie damit. Pass auf Sie auf. Also, da haben Sie mich schließlich doch noch erwischt. Und was haben Sie nun davon? Das Tuch ist nicht hier. Sie wollten es als Heilmittel, um Ihre eigene Macht auszuweiten. Nicht meine, unsere. Ihr seid so kurzsichtig. Ihr hortet die Macht und setzt sie niemals ein, während wir damit die Leben der Menschen verbessern würden. Ich hoffe, ihr findet das Tuch nie. Ihr habt ja keine Ahnung, was es bewirken kann. Dann sagen Sie es. Nein. Du solltest gehen. Wir machen den Rest allein. Ich stehe euch bei! Notieren Sie und dann versiegeln Sie es, bis Sie neue Anweisungen erhalten. Miss Thorne. Ich verfüge nun über die Mittel, um Londons Zukunft zu sichern. Die Stadt dankt Ihnen. Der Orden dankt Ihnen. Ich danke Ihnen. Aber das Tuch kann nur einer tragen. Daher löse ich die Partnerschaft hiermit auf. Ich verschaffe Ihnen ein angemessenes Einkommen bis ins Alter. Aber mehr kann ich nicht tun. Möge der Vater des Verstehens Sie leiten. Ja, was ist denn? Miss Thorne, Sir. Was ist mit ihr? Es tut mir leid, Sir. Sie ist tot. Und der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Man fand keinen Schlüssel bei ihrer Leiche, Sir. Das Tuch wird mir gehören. Und wenn ich dafür die Feuer der Hölle entfachen muss, den Brief verbrennen.
Menagerie, I'd better behave in this lot. Dass Sie keiner Versuchung widerstehen. Freut mich, dass Sie dabei sind. Ganz genau. Bewegung!
Meinen Glückwunsch zu Ihrem Sieg. Thank you.
mich! Was willst du? Mag es. Make it up! Hup! Well, take